Ist ja wieder Welttopflappentag. Das hat meine Mama gestrickt. Du, davon wird's auch nicht schöner. Willkommen zum Familie- und Co.-Filmtipp der Woche. Mein Name ist Philipp Greifenberg, ich bin Redakteur für die Familienzeitschrift Familie und Co. Heute geht es, was an dieser Stelle selten vorkommt, richtig teuflisch zu. Denn Lilith, die Hauptfigur von Meine teuflisch gute Freundin, ist die Tochter des Teufels. Sie möchte endlich in die Fußstapfen ihres Vaters treten und die Menschen höchstpersönlich zum Bösen verführen. Als Testaufgabe gibt ihr der Papa eine besonders harte Nuss zu knacken. Die grundfreundliche und liebenswerte Greta, die immer nur das Gute im Menschen sieht und niemals etwas Böses tun würde. Ob Lilith das hinbekommt, ausgerechnet Greta böse zu machen? In der Komödie von Marco Petri muss sich Lilith allerdings mit einem für sie ganz ungewohnten Gefühl herumschlagen. Schmetterlinge im Bauch. Denn sie merkt, dass sie Gretas Klassenkameraden, den Schulrebellen Samuel, mehr als nur ein bisschen nett findet. Ihre plötzliche Verliebtheit droht, die ganze Mission aus der Bahn zu werfen. Und dann meldet sich ihr teuflischer Daddy auch noch zum großen Schulfest an, um nachzuschauen, wie weit Lilith mit ihrem Job gekommen ist. Ein großes Vergnügen mit den tollen Jungdarstellerinnen Emma Barding als Böses und Janina Fautz als gutes Mädchen. Was soll das? Ich mache ein Päuschen. Und er? Er wollte kein Päuschen machen. Ich hab keine Lust mehr, nur im Internet böse zu sein. Ich brauche Action. Du bist zu jung für die Arbeit des Teufels. Entschuldigung. Okay, aber ich bestimme die Person, die du dazu bringen sollst, Böses zu tun. Nur eine Person. Hallo, ich bin die Greta. Herzlich willkommen. Das ist aber schön, dass du da bist. Kannst du mir keine normalen Menschen raussuchen? Die sind so widerlich nett. Ende der Woche will ich sehen, was du geleistet hast. Ich schaff das. Hast du eigentlich einen Freund? Nein. Hast du irgendwo Alkohol oder Drogen? Nein. Du legst mich doch gerade an, oder? Ich würde niemals lügen. Ist ja wieder Welttopflappentag. Das hat meine Mama gestrickt. Du, davon wird's auch nicht schöner. Das kannst du denn niemals in deinem ganzen Leben leisten. Willst du mitabschreiben? Nein. Was würde es mich kosten, wenn du sie anmachst? Klär den neuen Madi Rebel. Leg dich nicht mit ihm an. So was kannst du doch nicht machen. Was hast du gefühlt, als ich dem Kleinen die Locken geföhnt habe? Ja, ich hatte Angst um dich. Nagelwollknall? Hör mal auf, dir deine Klamotten im Mittelalter zu kaufen. Wieso lässt dich dauernd wieder machen? An deiner Stelle hätte ich den beiden schon ordentliches Makeover verpasst. Jetzt wirst du mal so richtig aufgebitscht. Ja. Mega cool. Wenn du ihr wehtust, mach ich dich platt. Was noch andere Hobbys? Verliebte Teufel sind nicht zu gebrauchen. Bist du verliebt? Ich? Ja, guter Witz. Gott, so kann ich doch nicht in die Schule gehen. Die haben deine Kleider an. Ja. Du bist echt ein Geschenk des Himmels. Ja, ist voll krass, ne? Bitches!